Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Nachdem wir uns im letzten Teil mit den ersten beiden Anrufen beschäftigt haben, die Frauke getätigt hat, kommen wir jetzt zu den folgenden Anrufen und zu den Bereichen, aus denen diese Anrufe erfolgten. Im letzten Video hatte ich ja noch gesagt, dass die Polizei, zumindest nach der Wahrnehmung von Frau Liebs, sich keine große Mühe gegeben hat, um in Erfahrung zu bringen, von wo die Anrufe von Frauke kamen, also von welchem Punkt aus oder aus welcher Gegend sie getätigt wurden. Und es sah so aus, dass aufgrund der Anrufe von Frauke die Ermittlungen heruntergefahren wurden, da keine akute Gefahrenlage vorlag, denn Frauke hatte sich eigenständig gemeldet, war also anscheinend nicht mehr in Gefahr. Die Mutter gab an, dass es seitens der Polizei folgende Reaktion gab. Frauke ist 21, sie ist erwachsen, sie kann hingehen, wo sie will und offensichtlich lebt sie. Folglich ist das kein Fall mehr für uns. Gut, wenn man sich die ganzen nüchternen Fakten anschaut, hat die Polizei recht. Aber man muss auch immer die Gesamtumstände betrachten. Was sagt denn die Person, die vermisst wird am Telefon? Wie ist die Stimmung der Person? Kann man erkennen, die Person braucht eine Auszeit oder will irgendwie irgendwo neu starten? Oder gibt die vermisste Person Signale, dass sie einfach nur anruft, um zu sagen, dass sie lebt, dass es ihr gut geht und sie einfach nur in Ruhe gelassen werden will? Oder macht die vermisste Person irgendwie einen merkwürdigen Eindruck, als wenn sie unter irgendeiner Kontrolle steht, so wie es ja wohl bei Frauke Liebs war? Und das sind ganz gewaltige Unterschiede, da muss man genauer schauen. Auch wenn man aus seiner Berufserfahrung weiß, dass bei den allermeisten Fällen von Verschwinden keine Straftat vorliegt, war dieser Fall doch schon etwas merkwürdig und beinhaltet meiner Meinung nach Punkte, an denen man erkennen musste, dass etwas nicht stimmte, alleine an der Art, wie sie telefoniert hat und was sie sagte. So telefoniert kein Mensch, der nicht unter Kontrolle steht. Die Ermittlungen wurden ja aufgrund von Fraukes Anrufen heruntergefahren. Es wurden zum Beispiel keine Verbindungsdaten mehr von Fraukes Handy angefordert. Die Polizei hat sich da auf Nachfrage nicht geäußert, warum so entschieden wurde. Aber ich kann es mir fast denken. Denn faktisch war Frauke jetzt nicht mehr vermisst. Sie hatte sich gemeldet und war sogar telefonisch erreichbar. Das war ja dieses Telefonat mit Frank. Und es gab laut den Gesprächen kein Anzeichen, dass sie in Gefahr schwebte. Vermutlich hat da der Datenschutz gegriffen. Und ich vermute, dass deswegen die Polizei keine weiteren Daten mehr anfordern durfte. Aber wie schon gesagt, nur eine Vermutung. Anschlussinhaber war ja Christos, also war ja das Handy, auf dem sie immer angerufen hat. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass er zugestimmt hätte, dass sein Anschluss überwacht wird und die entsprechenden Telefonate, die darauf eingehen, aufgezeichnet werden. Aber nein, auch dabei ist die Polizei nicht aktiv geworden. Gab es da auch wieder rechtliche Gründe? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich meine, das Abhören eines Telefonanschlusses muss dann auch von der Staatsanwaltschaft genehmigt werden. Und ob eine Staatsanwaltschaft dann das so genehmigt, wenn man sagt, ja, es könnte sein, dass dort jemand anruft, der eventuell vermisst wird, und deswegen möchten wir den Anschluss desjenigen abhören, mit dessen Genehmigung, wo die Person wahrscheinlich anrufen wird. Und ich vermute mal ganz stark, dass da dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat oder gesagt hätte, nee, das machen wir nicht. Es ging ja vorrangig wohl darum, diese Telefonate aufzunehmen und dann eben auch diese Stimmung, also wie Frauke gesprochen hat, in den Telefonaten eben dokumentieren zu können gegenüber der Polizei. Ansonsten gab es ja nur die Möglichkeit, dass man dann notierte, was in dem Gespräch gesagt wurde und hat dies der Polizei übergeben. Und das hat dann augenscheinlich aber ja nicht diese Stimmung wiedergegeben, die in dem Telefonat herrschte. Dann versuchte Fraukes Mutter selber eine Möglichkeit zu finden, um die Anrufe von Frauke aufzuzeichnen und diese dann der Polizei vorzuspielen, um ihnen zeigen zu können, wie Frauke sprach, wie das Stimmungsbild bei Frauke war, dass dort irgendwas nicht stimmte. Aber auch dort hat ihr die Polizei nicht irgendeine Hilfestellung gegeben und sie hat wohl versucht, dann ein Diktiergerät oder ähnliches zu bekommen, aber auch dort hat es dann keinen Erfolg gegeben.
Ich glaube, sie konnte in den entsprechenden Geschäften, wo sie dann wohl war, kein Diktiergerät oder ähnliches finden, womit sie einfach eben dann ein Gespräch vom Handy aufzeichnen konnte, wenn das Ganze auf laut gestellt wird. Und es scheint dann so, als wenn der Täter sein Ziel erstmal erreicht hat. Denn die Polizei hat die Ermittlungen ja deutlich heruntergefahren nach den Anrufen von Frauke, wie sich ja auch an diesem Zeitungsartikel erkennen ließ. Die Mutter von Frauke gab nicht auf und versuchte die Polizei dazu zu bewegen, die Ermittlungen in dem Fall fortzuführen. Und dann geschah etwas, was hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Fraukes Mutter versuchte, den Sachbearbeiter in einem Gespräch dazu zu bewegen, intensiv in dem Fall ihrer Tochter zu ermitteln, also herauszufinden, wo sie sich aufhält. Und was sie dann zu hören bekam, war schon extrem. Der Sachbearbeiter hat nach der Aussage von Frau Liebs sie angeschrien, was sie sich eigentlich vorstelle. Ob sich da irgendeinen Sexualstraftäter vorstelle, der sich über ihre Tochter hergemacht habe. Sie sei nur eine überbehütende Mutter, die etwas völlig falsch verstanden hat. Ihre Tochter sei nur irgendwann weg und komme schon wieder. Ja, zu dem Zeitpunkt war dann wohl noch eine zweite Kollegin in dem Raum und die hat dann den Sachbearbeiter wohl gebremst und hat ihm wohl erklärt, dass er so mit Frau Diebs nicht sprechen kann. Also keine Ahnung, warum der so ausgerastet ist. War er eventuell irgendwie dienstintern unter Druck? War er allgemein auch mit anderen Fällen überlastet? War ihm das zu viel, dass Frau Liebs immer wieder nachhakte und immer wieder Forderungen stellte? Man weiß es leider nicht. Es gab wohl auch seitens der Polizei da keine Stellungnahme bei Nachfrage. Am Samstag, den 24. Juni zwischen 14:22 und 14:24, die Quellen variieren da, ging der nächste Anruf ein. Frauke meldet sich erneut bei Chris. Ich habe euch übrigens ein Bild eingeblendet mit den Informationen zu den Anrufen und von wo sie gekommen sind. Es ist ein kleiner Fehler in dieser Dokumentation. Dazu komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen und ihr bekommt von mir die richtigen und auch fehlende Informationen zu dem Punkt. Auch in diesem Telefonat kam wieder kein richtiges Gespräch zustande. Auf Fragen von Christos reagierte Frauke nicht. Sie vermittelte in dem Anruf nur zwei Botschaften. Ich komme heute nach Hause und ich bin in Paderborn. Und in diesem Anruf soll Frauke auch wieder benommen geklungen haben. Laut Gedächtnisprotokoll soll Frauke dort gesagt haben, ich komme nicht zu spät zurück, komme heute Abend nach Hause. Chris hat dann gefragt, bist du verletzt? Nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Sie hat also insgesamt dreimal gesagt, dass sie in Paderborn ist und damit dürfte sie signalisiert haben, wo sie sich aufhält. War das der Punkt, wo sie versteckt wird? Oder signalisierte sie damit, wo der Punkt ist, von dem sie gerade anruft? Frage ist natürlich auch, war das für den Täter okay? Oder hat sie dies im Auftrag des Täters gesagt? Am Sonntag, dem 25. Juni gegen 22:28 Uhr, kam dann der nächste Anruf von Frauke. Dort heißt es, dass Frauke gesagt hat, komme heute nach Hause. Chris hat gefragt, bist du in Gefahr? Frauke sagte, nein. Dann fragte Chris, warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Daraufhin meinte dann Frauke, kann ich dir erklären? Chris fragt dann, wo bist du? Frauke wieder, erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin. Also Chris hat es immer wieder mit Fragen versucht, den Frauke auch wieder auswich. Und wieder der Satz, ich komme heute nach Hause. Dieser Anruf kam von der Funkzelle Paderborn Berliner Ring. Und dies ist eben in der eingeblendeten Darstellung nicht vermerkt. Am Montag, dem 26. Juni, gibt es keinen Anruf und keine SMS von Frauke. Erst am nächsten Tag, dem Dienstag, den 27. Juni, kommt der nächste Anruf. Der längste und letzte Anruf von Frauke. In dem Bild, welches ihr seht, wird der letzte Anruf dort mit dem 28. Juni angegeben. Dies ist aber falsch. Es war der 27. Juni. Ich habe euch das Bild hauptsächlich deswegen eingeblendet, damit ihr seht, von welchem Bereich aus die Anrufe von Frauke erfolgt sind. An diesem 27. Juni sind dann Chris, Fraukes Mutter, Fraukes Vater und Fraukes Schwester Karen. Und sie warten natürlich dort auf den Anruf von Frauke.
Sie haben zuerst etwas gegessen und normalerweise gingen die Anrufe oder oft gingen die Anrufe ja so gegen 22:30 Uhr ein. Aber es kam kein Anruf. Und es war dann bereits kurz nach 23 Uhr, als Frau Kuss Eltern sich entschieden, nach Hause zu fahren. Aber Karen entschied sich noch in der Wohnung von Chris und Frauke zu bleiben und dort zu übernachten. Chris war in seinem Zimmer und Karen in Fraukes Zimmer. Chris war mit seinem Studium beschäftigt, als das Handy klingelte. Frauke rief an. Chris rief schnell Karen zu sich. Dann nahm er den Anruf an und stellte den Anruf auf laut. Zuerst sprach Chris mit ihr und Karen bemerkte, dass Frauke sehr verwaschen sprach, total vernebelt wirkte und nicht klar denken konnte. Für Karen war dies erschreckend. Was wurde in dem Telefonat gesagt? Also auch wieder alles nur nach Gedächtnis, weil es ja keine Aufzeichnung von diesem Telefonat gab. Frauke sagte: Hallo Chrissy, mir geht es gut. Chris hat dann gefragt: Wo bist du? Frauke meinte: Kann ich nicht sagen. Chris: Komm doch nach Hause. Frauke: Nein, das geht nicht. Chris: Warum denn nicht? Frauke meint: Kann ich dir nicht sagen. Chris: Wirst du festgehalten? Frauke: Ja. Und dann ganz schnell hinterher: Nein, nein. Chris fragt dann: Hast du Angst? Frauke sagt: Nein. Chris fragt dann: Wer ist bei dir? Frauke: Kann ich dir nicht sagen. Chris fragt sie: Bist du müde? Und Frauke sagt: Ja, sehr müde. Chris fragt: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Frauke: Ja, ich weiß. Chris: Woher weißt du das? Frauke: Ich bin ja fast eine Woche weg. Und Chris: Warum bist du denn weg? Frauke: Das weißt du doch, Chris. Chris: Nein. Hast du einen anderen Typen kennengelernt? Frauke: Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Chris dann: Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen. Frauke: Sind Mama und Papa auch da? Chris: Die waren hier. Frauke: Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Chris fragt: Wann kommst du zurück? Frauke: Ich weiß nicht. Und Chris: Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Frauke: Erkläre ich dir später. Chris: Soll ich dich abholen? Frauke: Nein, das geht nicht. Chris: Können wir uns irgendwo treffen? Frauke: Das geht nicht. Chris fragt: Wo bist du? Frauke: Mama. Chris fragt erneut: Wo bist du? Frauke antwortet erneut: Mama. Chris fragt zum dritten Mal: Wo bist du? Frauke: Mama. Chris fragt dann: Wann meldest du dich? Frauke: Weiß ich noch nicht. Und Chris darauf: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Frauke: Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Und Chris: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Frauke: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen, bitte. Dann übernimmt Karen das Telefon und Frauke sagt: Bitte frag mich nicht aus. Karen: Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Frauke meint: Nein. Karen: Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm wieder. Frauke sagt: Das geht nicht, ich lebe noch. Karen: Bist du mit einer oder mehrerer Personen zusammen? Frauke: Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Dann nimmt Chris das Telefon wieder und sagt: Melde dich wenigstens einmal am Tag. Frauke sagt: Ja, mach ich. Ciao. Bis bald. Das Gespräch dauerte 5,5 Minuten und Frauke hat das Gespräch durch Auflegen beendet. Wenn man sich dieses Telefonat anschaut, es ist sehr lang und in diesem Telefonat wird das erste Mal anhand der Worte deutlich, dass Frauke nicht freiwillig an dem Ort befindet, an dem sie derzeit ist. Und es gibt ja einmal den Versprecher von ihr, als Chris fragt: Wirst du festgehalten? Und sie zuerst Ja sagt und sich dann direkt mit einem zweifachen Nein korrigiert. Da dürfte ihr Täter oder der Täter eingeschritten sein, dass sie etwas Falsches gesagt hat. Die Frage, warum bist du denn weg? Beantwortet sie mit: Das weißt du doch, Chris. Das könnte bedeuten, dass das eventuell ein versteckter Hinweis ist. Ist eine Spekulation, vielleicht soll es bedeuten: Chris, du weißt doch, wo ich bin und von wem ich festgehalten werde.
Vielleicht hat Frauke mal irgendetwas erwähnt und sie glaubt, dass Chris sich daran erinnern könnte. Dann stellt Chris Frauke dreimal die Frage, wo sie ist. Und sie beantwortet jedes Mal diese Frage mit Mama. Die Schwester Karen meint, dass dies so klang, als wenn man in einer schwierigen Situation ist und man seine Mama um Hilfe ruft. Man könnte auch vermuten, dass Mama ein Hinweis sein könnte auf den Ort, wo sie versteckt wird, oder dass der Täter vielleicht aus dem Umfeld der Mutter kommt. Die offizielle Position des damaligen Ermittlers Ralf Östermann ist dazu, dass es sich dabei um einen Hilferuf handelt. Die Polizei sieht darin keine versteckte Botschaft. Dann noch der Punkt, als Karen sagte, wir räumen auch die Wohnung aus und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm wieder. Frauke sagt, das geht nicht. Ich lebe noch. Und kurz danach auch eine weitere Frage, sagt sie, ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Ich lebe noch. War ihr bekannt, dass sie bald sterben musste? Hatte sie das Gefühl, dass diese Phase der Entführung bald zu Ende gehen würde? Oder verband sie einfach damit, dass ein Zimmer nur ausgeräumt wird, wenn man tot ist? Sie äußert in diesem Telefonat meiner Meinung nach klar, dass sie festgehalten wird. Merkwürdig ist, dass der Täter sie so lange telefonieren ließ. Warum? Und warum hat sie am Vortag nicht angerufen? Zwei, sage ich mal, ungewöhnliche Dinge. War dem Täter klar, dass dies das letzte Telefonat von Frauke sein würde? Hatte er den Plan gefasst, sie zu töten? Hatte er das irgendwie schon so ein bisschen angedeutet? Die Frage ist tatsächlich, ob diese Telefonate, insbesondere das letzte, bewusste Botschaften enthielt, aber die nicht identifiziert wurden. Das ist unklar. Natürlich ist es so, wenn man sich dieses Protokoll von dem Gespräch durchliest, wenn man es sich anhört, dass man da unweigerlich anfängt zu spekulieren, ob sie etwas sagen wollte, was der Täter nicht direkt mitbekommen sollte, aber was sie vor allen Dingen im letzten Telefonat eben Chris und Karen mitteilen wollte. Aber man darf auch nicht zu viel dort rein interpretieren und sich nur auf diese Anrufe stürzen. Denn das wäre gefährlich, wenn man sich nur auf diese Sätze, Worte, die Frauke gesagt hat, fixieren würde bei den Ermittlungen, um sie zu finden. Die Frage ist natürlich auch, warum klang sie immer so benommen und hat so verwaschen gesprochen und ja, wirkte bei den Telefonaten, ich würde es mal so interpretieren, als wenn sie dem Telefonat vielleicht gar nicht so hundertprozentig folgen konnte. Außer bei dem Anruf, als Frank anrief und er sie dort erwischte und dort soll sie ja ganz normal geklungen haben. Hat sie Medikamente oder Drogen bekommen? Möglich wäre es. Sicher ist es natürlich nicht. Aber wenn sie keine Medikamente oder Drogen bekommen hat, warum wirkte sie dann so? Hat sie vielleicht unter Schlafentzug gelitten? Wenn Frauke unter Medikamente oder Drogen gesetzt wurde, war das ein permanenter Zustand? Also nach dem Anruf von Frank war es dann wohl nicht so. Wurde dieser Zustand vielleicht extra herbeigeführt, wenn sie telefonierte, damit Frauke vielleicht nicht richtig wahrnehmen konnte, an welchem Ort sie sich befand, wenn sie telefonierte? Hätte die Polizei wenigstens dieses letzte Telefonat aufgezeichnet, hätte man, denke ich mir, noch agieren können. Denn nach diesem Telefonat musste die Sache eigentlich klar sein. Frauke war nicht freiwillig da, wo sie sich seit einer Woche aufhielt. Hätte man den Anruf zu diesem Zeitpunkt lokalisiert, wer weiß, vielleicht hätte man sie noch retten können. Aber die Polizei hat dies hier abgelehnt. Die Frage, hat Frauke geahnt, dass sie bald sterben würde, vielleicht am gleichen Tag oder am nächsten Tag? Wenn ja, warum hat sie dann nicht einfach den Namen des Täters genannt? Denn dies hätte ihre Rettung gewesen sein können. Die Nennung des Namens wäre vom Täter nicht zu verhindern gewesen. Hätte sie den Namen genannt, dann hätte eventuell der Täter auch von einer Tötung von Frauke abgesehen.
Denn es musste ja klar sein, dass die Polizei jetzt wusste, wer Frauke entführt hat. Allerdings, wenn er sie jetzt töten würde, würde die Situation für ihn nur noch schlechter werden, denn man wusste ja, wer er war. Er hätte dann vielleicht darauf setzen können, dass man ihm die Tötung nicht nachweisen kann. Aber würde ihm das gelingen? Da kommen wir zu dem Punkt, dass ich gesagt hatte, dass der Täter wahrscheinlich ein richtig entfernter Bekannter von ihr gewesen ist. Denn sie hat ja gerne Leute kennengelernt. Da war dann auch so noch eine Szene in der Doku, der letzte Anruf, dass es dann wohl so war, dass wenn sie meinte, irgendjemanden zu kennen, dass sie dann einfach auf diese Person auch losgegangen ist. Und ja, wenn sie dann zum Beispiel zu ihren Freundinnen oder Schwester wieder zurückkam, die dann gefragt haben, na, kanntest du den? War das derjenige? Sie dann gesagt hat, nö, den kannte ich nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Sie hat also sehr schnell Kontakte geschlossen. Und es ist durchaus möglich, dass sie den Täter vielleicht vom Aussehen her kannte. Allerdings entweder nur seinen Vornamen oder gar keinen Namen kannte von ihm. Vielleicht hat sie ihn eben vorher nur zwei oder dreimal oberflächlich kennengelernt. Und wenn sie nur den Vornamen hatte, sagen wir mal Peter, ja, ob das dann geholfen hätte, das ist schwierig zu sagen. Es wäre immer noch die Gefahr gewesen, dass der Täter sie getötet hätte, was bei Nennung eines vollen Namens wahrscheinlich drastisch gesunken wäre. Ich gehe weiterhin davon aus, dass Täter und Frauke sich kannten. Allerdings eben nur sehr oberflächlich. Und dass der Täter wahrscheinlich mehr über Frauke wusste, als sie über den Täter. Von einem komplett unbekannten Täter gehe ich mal nicht aus. Dann herrschte Stille. Keine Spur von Frauke. Keine Anrufe oder SMS mehr von Frauke. Was tun? Frauke Liebs verteilte wieder Flugblätter auf den Straßen und sprach Leute an, ob jemand Frauke gesehen hat. Frauke's Mutter hat auch einen Privatdetektiv beauftragt. Er brachte die Ermittlungen aber nicht voran. Der war nur sehr teuer. Nach diesem letzten Anruf, dessen Inhalt natürlich an die Polizei weitergegeben wurde, fing man bei der Polizei auch an zu überlegen, ob nicht doch eine Straftat, eine Entführung vorliegen könnte. Danach ließ die Polizei dann dauerhaft das Handy von Frauke überwachen. Aber zu spät. Dies deutet für mich einfach darauf hin, dass nachdem die Polizei deutliche Hinweise hatte, dass eine Straftat, eine Entführung vorlag, anders agieren konnte. Sie konnte jetzt das Handy überwachen lassen. Denn dafür gibt es klare Richtlinien, um so etwas zu veranlassen. Und wenn diese, eine vermutete Entführung, nicht vorliegen, wird dies nicht genehmigt. Wenn man es von diesem Aspekt aus betrachtet, wollte die Polizei vielleicht mehr machen, durfte es aber nicht, sondern musste warten. Hat die Polizei vielleicht auch früher den Verdacht gehabt, dass eine Entführung vorliegt und hat einfach nach außen eine gewisse Tatlosigkeit dargestellt? War dieser Artikel, der geschrieben wurde, vielleicht auch bewusst von der Polizei gesteuert, um den Tätern Sicherheit zu wiegen? Das sind rein spekulative Fragen. Die Polizei hatte nämlich auch ziemlich schnell die Funkzelle ermittelt, in der das Handy von Frauke eingeloggt war, als die SMS in der Nacht des Verschwindens gesendet wurde, nämlich Nieheim. Zwischen dem Pub Old Triangle und dem Sendemast liegen etwa 40 Kilometer Luftlinie. Laut Frauke's Mutter wurden die Funkzellendaten aber nicht komplett abgefragt von der Polizei, also die komplette Reichweite des Sendemastes. Denn dieser registrierte auch Handys im Umfeld, also nicht nur in Nieheim. Weiterhin bemängelte sie, dass die Polizei in dem Bereich nicht nach Frauke gesucht hat. Dies haben die Krankenpflegeschüler und Freunde von Frauke übernommen. In der Doku, der letzte Anruf, wird dann die Staatsanwaltschaft Paderborn dazu befragt, wie sie die Arbeit der Polizei in den ersten Tagen, als Frauke vermisst wurde, bewertet. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizeibehörde wollen sich zu den Ermittlungen und vielleicht eventueller Versäumnisse äußern. Ja, es passierte dann nichts mehr. Es war nur noch ein Warten. Und die Polizei hatte vermutlich auch keinen Punkt mehr, wo sie ansetzen konnte. Frauke war verschwunden, hatte sich aber gemeldet. Jetzt meldete sie sich nicht mehr. Es gab keine telefonische Überwachung, keine Aufzeichnung der Gespräche, wo man eventuell mit technischen Mitteln hätte etwas mehr erfahren können.
Vielleicht hätte man Umgebungsgeräusche hörbar machen können. Eventuell hat der Täter, Frauke, irgendetwas fast ohne Stimme, also flüstern, vielleicht nur ein ganz leises Stimmchen mit dem offenen Mund, ihr etwas gesagt. Vielleicht hätte man dies hörbar machen können. Aber all dies war nicht möglich. Es gab nur die Orte, von denen aus die Telefonate durchgeführt wurden. Diese lagen fast alle in einem Umkreis, wie ihr auf dem nochmal eingeblendeten Bild sehen könnt. Aber nie am gleichen Ort, was darauf schließen lässt, dass Frauke eben mit dem Auto zu den Orten gefahren wurde, von denen aus sie telefoniert hat. Wurde sie dann für die Telefonate dorthin gefahren oder hatten die Fahrten auch noch einen anderen Grund? Warum erfolgte am Montag, dem 26. Juni, kein Anruf? Hatte der Täter da etwas vor, dass er mit Frauke an diesem Tag nicht zum Telefonieren fahren konnte? Oder ging es Frauke eventuell, ich sage bewusst, eventuell von Drogen oder Medikamenten so schlecht, dass sie nicht telefonieren konnte? Hatte es irgendetwas gegeben, weswegen der Täter ihr das Telefonieren an diesem Tag verwehrte? Erfolgte deswegen am Dienstag das letzte Telefonat, das deutlich länger dauerte als die anderen Telefonate. Und indem sie sich irgendwie, so klang es zumindest, verabschieden durfte. Es war, als wenn alle darauf warteten, dass etwas passiert, da wohl niemand mehr daran glaubte, dass Frauke lebend wieder auftauchte. Man wartete auf den Fund der Leiche von Frauke, auch wenn das mit Sicherheit niemand öffentlich gesagt hat. Denn mit dem Fund der Leiche von Frauke konnten die Ermittlungen fortgesetzt werden. Dann am 4. Oktober 2006, mehr als 3 Monate nach Fraukes Verschwinden, wurde Fraukes Leiche gefunden. Und zwar im Hebramwald bei Lichtenau. Heute ist der 14. Oktober 2024, an dem ich das Video hochlade. Also heute, vor 18 Jahren und 10 Tagen, wurden ihre sterblichen Überreste gefunden. Und damit beende ich jetzt erst einmal diesen Teil der Serie. Wir machen im nächsten Teil weiter mit dem Fund der Leiche und was es bei diesem Fund für Besonderheiten gab. Und natürlich stand die Polizei, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, ziemlich blöde da. Vor allen Dingen am Anfang tat die Polizei ja so, als wäre Frauke einfach nur mal woanders hingegangen und würde irgendwann wiederkommen. Und jetzt hatte sich das Gegenteil bestätigt und eben die Befürchtung der Familie Liebs, der Freunde und der Bekannten. Frauke war tot. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!